Hallo, heute zeige ich dir, wie man dieses Bild malt. Es ist abstrakt mit Blumen drauf und das Ganze auf einer goldenen Rettungsschutzdecke. Ich habe eine alte Leinwand genommen und habe da Goldfolie drauf geklebt. Wie man das macht, das kannst du in dem anderen Video sehen. Jetzt bringe ich erstmal Farbe drauf. Und zwar viele verschiedene Farbtöne. Ich probiere jetzt mal den Spachtel zum Auftragen. Und du siehst schon, wenn ich die Farbe auftrage und ein bisschen doller kratze mit dem Werkzeug, Spachtel, dann ziehe ich gleich wieder die Farbe weg und der Untergrund wird sichtbar. Das kann man jetzt hier gerade ganz gut sehen. Und das ist auch genau die Technik, um die es heute geht. Farbe auftragen und ein Motiv wieder rausnehmen, also rauskratzen. In vielen Bildern hast du das schon gesehen, dass ich eben Farbe auftrage und gerne mal den Pinselstiel nehme und wieder Linien rauskratze. Hier wird es auch passieren, aber ich brauche erst noch mal einen Untergrund, denn ich schaffe mir hier gerade einen Untergrund, wo ich nachher oder den ich nachher sichtbar haben möchte, beziehungsweise teilweise sichtbar. So, jetzt ist mein Untergrund fertig und die Farbe ist auch schon trocken. Und jetzt gebe ich eine nächste Farbschicht darauf. Ich habe also erst ein Gold, dann ganz viele bunte Farben und jetzt möchte ich die obere Farbschicht haben, die nachher auch sichtbar bleibt und gebe jetzt einfach eine Farbmischung drauf mit dem Pinsel. Ich mische mehr auf der Leinwand und der Pinsel hat mir jetzt doch nicht so gut gefallen. Ich nehme jetzt doch den Spachtel, weil ich diese Pinselstriche nicht haben will. Ich möchte erstmal mit dem Spachtel habe ich einen abstrakteren Charakter und das finde ich besser. Ich ziehe hier die Farbe, die ich links habe, eben auch nach rechts rüber und ziehe die auch von oben nach unten. Und so kriege ich eine schöne homogene Fläche, die auch nochmal so einen Farbverlauf drin hat. Also falls du mal sowas separat machen willst, kann man das gut machen, indem man die Farbe eben aufträgt und dann den Spachtel nimmt und auf der Leinwand mit dem Spachtel die Farbe vermischt. So, mein Bild ist jetzt farblich so, wie es jetzt gerade ist und ich hole mir, also blau, und ich hole mir aus dem Untergrund wieder Farbreflexe heraus. Dafür habe ich jetzt dieses Werkzeug und kratze mir einfach das Motiv oder Linien heraus.
Das habt ihr ja auch schon in den anderen Videos gesehen mit der Goldfolie oder der Silberfolie. Hier ist es nochmal ein bisschen anders, weil ich jetzt ein Motiv raufbringe, also wie eine Zeichnung. Und ich kann sie aber schlecht wieder wegradieren. Das heißt, die Linien, die ich jetzt setze, sind eventuell auch die, die ich nachher sehen werde, sofern ich sie eben nicht wieder übermal. Nur der Unterschied ist zu den anderen Bildern mit der Folie, da habe ich ja eher eine Skyline drauf gemalt und habe sie wieder abstrakt übergespachtelt, und man hatte ja eben auch noch ein paar Linien gesehen, aber so eine Skyline in der horizontalen ist eben noch was anderes, als jetzt hier über die ganze Oberfläche des Bildes zu gehen. Ja, jetzt siehst du ganz schön, wie das Gold durchblitzt und auch die verschiedenen Farbtöne im Untergrund. Und jetzt nehme ich den Pinsel und male mir ein Motiv nochmal drauf. Das heißt, ich gehe jetzt in die vierte Schicht. Und die vierte Schicht heißt in dem Fall auch die Höhe. Also ich gehe jetzt in die Höhe, nochmal höher, nicht mehr in die Tiefe. Über die Höhen habe ich ja auch immer wieder viel erzählt in den Videos. Also jetzt nehme ich ein Weiß, um eine Höhe zu definieren. Und viel höher als das Weiß kann ich auch nicht mehr werden. Das heißt, das Weiß ist der höchste Punkt in meinem Bild, also von der Perspektive gesehen. Ich kann dann noch tiefer gehen und noch mehr Tiefe rausholen und dann mit Zwischentönen wieder höhen, aber erstmal gebe ich jetzt eine Höhe vor. Und das ist ja auch das Spannende an dem Malen auf der goldenen Folie, denn ich habe durch das Gold eigentlich einen hohen Farbton, einen Farbton, der sehr weit vorne ist, aber er ist im Hintergrund gemalt und blitzt nur auf, wenn man an dem Bild vorbeigeht oder wenn das Licht an ist und das Gold reflektiert das Licht. Ja, die Blumen so sind mir zu aufgesetzt, und deshalb verwische ich hier gerade nochmal Farbfelder mit meinem Lieblingspinsel. Den kennt ihr auch aus den anderen Videos. Und mir gefällt das Spiel auch in dem Untergrund nicht. Also ich will das nicht so langweilig gleichmäßig haben, sondern ich möchte es abstrakter und bunter haben. Ich nehme jetzt auch das Rot dazu, um Tiefe reinzubringen, um das Ganze noch lebendiger zu machen, und probiere viel aus, mal Punkte, Linien, Flächen und gucke, wie es mir gefällt. Thank you.
Ich lasse es dann mal trocknen. Und wie du jetzt hier gerade siehst, ist es wieder dunkel abgetrocknet. Und was du nicht gesehen hast, ich habe es nochmal oben die Blumen nochmal wieder weggewischt. Die gefielen mir nicht so gut. Die waren mir zu spitz in den Blättern und ich wollte sie runder und nicht so aufgesetzt. Also habe ich einfach nochmal wieder Teile weggenommen. Jetzt habe ich einen Lehrstift genommen, den nehme ich öfter und fülle mir da eine Farbe rein. Und mit dem Stift kann ich ganz toll ewig lange Linien ziehen. Und das mache ich hier gerade, weil die Blumen jetzt ja sehr verschwunden sind. Und ich gebe hier einfach nochmal ein paar Linien rein, weil die Linie auch gut zu dem Bild passt. Ja, so habe ich das Bild dann auch gelassen. Du siehst hier nochmal ganz schön, wie das Gold immer durchblitzt, wenn man dran vorbeigeht mit der Kamera. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn du es likest und den Kanal abonnierst. Danke. Tschüss.